Hallöchen zurück zu Assetto Corsa und einer weiteren Folge Pure Driving. Ich habe mal wieder einen Porsche dabei. Und zwar ist das zwar schon ein etwas älteres Modell, aber das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Hier sehen wir den Porsche 997 GT3 mit sage und schreibe 415 PS und hat einen 3,6 Liter Boxermotor, also 6 Zylinder wohlgemerkt. Nicht Turbo aufgeladen, damals noch reiner Sauger. Und man hört halt schon, dass er sich relativ böse anhört. Also hat einen sehr schönen Klang. Wird handgerissen. Wir hören mal kurz rein. Ja, klingt doch wunderbar. Oder? Wir schauen mal kurz hier rein. Tachobeleuchtung geht nicht, habe ich gesehen. Das ist auch relativ mager von innen. Also. Spiegel gehen nicht und naja, wirklich hübsch ist es nicht alles, aber nun gut, wir wollen nicht meckern, es ist ein Porsche, Porsche ist immer geil. Ja, also ist eine richtig schöne Farbe, so ein ganz dunkles Lila, sieht gar nicht mal schlecht aus, Licht von außen geht natürlich, hinten auch, Bremslicht hat er dann genau, dort in der Mitte, nicht in der Mitte, ganz innen. Hier, auspufftechnisch. Sich gerade gut, die Flammen sind ein bisschen verschoben. Aber, naja, gut. Man kann nicht alles haben. Ist trotzdem eine schöne Mod. Wir fahren halt direkt mal los. Ja. Force Feedback rastet schon aus. Lässt sich wirklich gut fahren. Also, muss ich nichts gegen sagen. Nein, kann ich nichts gegen sagen. Hier ist er recht leise. Also vom Sound her, wenn man nicht unbedingt Gas gibt, kann man ihn echt gut bewegen, also leise bewegen. So, wir hören nochmal kurz von außen rein. Leichtes Übersteuern hier. Das ist eh relativ biestig auf der Hinterachse. Neigt doch sehr zum Übersteuern. Aber es ist halt auch ein 911er GT3, also. Da kann man jetzt kein harmloses Objekt erwarten. Sondern ein Auto erwartet man, was, mitlenkt. Was sich agil fahren lässt. So, hier müssen wir in den vierten Gang. War doch ein bisschen zu schnell. Ging aber noch. Bremsbalance kann man verstellen. Da habe ich kleinen Tick nach hinten gestellt. Aber ich finde, so schlimm merkt man es nicht. Traktionskontrolle ist übrigens aus. Wie halt auch immer ESP.
ESP, so einen Scheiß braucht man halt nicht. Schalten wir doch mal einen dritten Gang. Bitte dreifach rechts, da kommt doch gern mal der Arsch. Reverseifen sollen wir ein bisschen langsamer machen. Mal lieber. Hätte man durchaus auch einen zweiten Gang schalten können. War aber kein Muss. Auch wieder ganz leicht mit dem Arsch rum. Lenkt wunderbar ein. Kann man auch gut abfangen eigentlich. Man muss halt relativ schnell reagieren, wenn der Arsch kommt. Man auch wieder ganz leicht gemerkt, wie der Arsch ein bisschen eingelenkt hat. Dann habe ich die Lenkung ein bisschen geöffnet. Seit wir dann auch ins Grüne gekommen sind. Ja, das ist schon. Das ist schon grenzwertig alles hier. Fahren im Grenzbereich. Aber man kann auch den Arsch richtig rumkommen lassen. So ist es nicht. Wow, 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 da kommt er ja rum. Da kommt er ja rum. Eieieiei. In der Mitte des Karussells habe ich gemerkt, dass irgendwie der Arsch rumkommt. Und ganz langsam kommt er rumgeschlichen. Ich dachte nur erst, ja gut, das wird nicht so schlimm sein. Da kam schon wieder der Arsch einfach in dieser Abwärtspassage. Das ist wie er dreifach rechts. Da wird das Heck unheimlich locker. Und dann kommt der Arsch einfach rum. Dann kriegst du nicht mal mehr dort abgebremst, dass du vernünftig um die Kurve kannst. Hier trägt es ein bisschen nach außen. Ah, schade, ey. Mich ärgert es, dass ich das Auto dort verloren habe. Das ärgert mich echt richtig. Da auch wieder der Arsch so locker. Man muss viel gegensteuern. Boah. Da wieder. Eieieiei. Fährt er sich extrem unruhig gerade. Durch diesen schnellen Lastwechseln, da fühlt er sich überhaupt nicht wohl. Hat man das Gefühl. Alter, das Heck wirkt sehr, sehr, sehr lose. Da kann man Stabis und so nicht einstellen. Ja, auch wieder. Da kam er schon wieder rum.
Das ist ja der Wahnsinn hier. So hecklastig. Oh, der sechste Gang ist aber sehr lang übersetzt. Oh, wir hauen nochmal direkt eine Runde dran. Halt schon eigentlich echt sportlich. Ah, herrlich. Okay, ich im dritten bleiben können müssen. Sollen. Da verliert man. Ah. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Mist. So, na gut. Kann nichts machen. Runde ist versaut. Na, komm, guck mal, ob wir es mit ein bisschen Spaß haben können hier. Bisschen rumdriften. Auch wenn ich es ja immer noch nicht kann. Ach, dieser übelst lang übersetzte sechste Gang. Was war das denn? Ah, hat's ja hier über die Vorderachse geschrubbt. Oh, interessant, das Phänomen. Hatte ich bisher auch noch bei keinem anderen Auto. Wow. Mist. Das Force Feedback ist relativ heftig hier in dem Auto. Wenn ich jetzt an meine Tastatur kommen würde, dann würde ich es ja runterstellen. Aber ich komme gerade nicht dran, ne? Die liegt immer so weit weg. Thank you.
Eieiei. Gucken, ob auch in dieser Runde wieder der zweite Teil der Nordschleife diesem Auto nicht so liegt. Bei was heißt diesem Auto? Ich denke mal, das liegt eher an der Mod halt. Ich denke mal, in echt ist der Porsche da schon ein ziemlicher Kurvenräuber. Nicht ganz so übertrieben wild. Scheiße, Kurve vermasselt gerade. Was anderes gedacht. Genau. Dachte, ich bin schon hier. Ah, da fehlt ihm die Power unten raus. Schade, schade. Hätte man schön durchziehen können. So, jetzt bin ich mal gespannt. Bin ich hochgerutscht, rausgerutscht? Kann das sein, dass ich eben ein bisschen unten am Karussell lang gekommen bin und es deswegen mich so leicht ausgehebelt hat? So, hier war es genau. Ja, normalerweise kann man da innen schön durchziehen. Jetzt hat man aber, glaube ich, verloren. Oder. Nein. Haben wir nicht. Alles cool. Uiuiui, das war aber sehr, 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 sehr knapp. Da rubbelt er schon wieder über die Vorderachse. Hier auch wieder extrem unruhig in den Passagen. Boah. Ging ja eigentlich sogar, bis halt auf den Fehler im ersten Abschnitt. Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Boah, komm ein bisschen nach außen. Wow. Dann kommt wieder der Arsch. Dann kommt wieder der Arsch. Das ist der Wahnsinn. Dieser sechste Gang. Hatte doch gar keine Power mehr. Kommen wir nicht mal auf 250. Ja gut, okay, 250 wird man jetzt schaffen. Huch. Ein Verschalter zum Schluss. Jawohl, warum denn nicht?
Das Auto hat auch ein Differential. Also könnte man sogar als Driftmaschine nutzen. Würde ich mal behaupten. Generell gut, er ist halt sehr am Übersteuern. Ich denke mal, als Driftmaschine wäre er ja gar nicht mal so schlecht. Allerdings halt nicht für mich. Reifentechnisch bin ich mir gerade nicht sicher, was drauf ist. Da gucken wir gleich mal nach. Da schauen wir doch direkt mal nach. Was haben wir denn so reifentechnisch? Wir haben Semi-Slicks, können aber auch auf Straßenreifen wechseln. Das ist wunderbar. Und hier sieht man schon 258 im 5. und dann 351 im 6. Das ist ganz schön übertrieben. Man könnte zum Beispiel auch, ja, doch, 1041 könnte man fahren. Dann wäre der 6. Gang halt nicht ganz so lang übersetzt. Also im Grunde genommen wäre er schon noch lang übersetzt, aber man könnte ihn deutlich häufiger im 6. Gang bewegen. Wobei normalerweise müsste die 288 dann locker flockig schaffen. Dann würde dann eher hier 1143 nehmen. Weil das sind 80 km/h. Den anderen sind so 40. 40, 40, 40. Es ist der Wahnsinn. Ansonsten, verstellt habe ich nicht viel. Wie gesagt, ich glaube, Bremsbelang steht auf 65 oder 66. Ich habe 64 gestellt. ABS halt eingestellt. Weil sonst ging es gar nicht. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und ja, macht's gut.